Hey, grüß euch. Natürlich heiße ich auch Sie wieder ganz herzlich willkommen zu den Highlife News, diesmal zur Ausgabe Dezember 2011, der letzten Sendung in diesem Jahr. Jedes Jahr wird es rund um den 1.12. abgehalten, das Lichtermeer am Wittenbergplatz, so natürlich auch im Jahr 2011. Anlässlich des Welt-AIDS-Tages präsentierte der Regenbogenfonds e.V. auch 2011 wieder das Lichtermeer am Wittenbergplatz, das als Gedenkveranstaltung für die an den Folgen von AIDS Verstorbenen organisiert wurde. Wir gedenken heute aber nicht nur den hier in Berlin an den Folgen von AIDS Verstorbenen. Wir trauern auch um die Millionen Verstorbenen weltweit. Wir denken aber solidarisch auch an alle, die noch leben und den Kampf gegen die Krankheit AIDS nicht aufgeben. Und als Zeichen der Trauer, aber auch der Lebensfreunde, ich würde euch jetzt bitten, einfach gemeinsam die Luftballons aufsteigen zu lassen. Danke. Unter dem Motto ein Licht zur Erinnerung wurden am Mittwoch, dem 30. November am Wittenbergplatz beim Lebensalterbrunnen rund 2000 Kerzen entzündet. Nun blicken wir zu einem ehemaligen Sheriff in die USA. Der 68-jährige Patrick Sullivan, der in seiner Dienstzeit in einer staatlichen Anti-Drogen-Arbeitsgruppe engagiert mitgearbeitet hatte und wegen seines unerbittlichen Kampfes gegen die Drogenkriminalität von der Nationalen Sheriff-Vereinigung ein Jahr vor seiner Pensionierung sogar zum Sheriff des Jahres gewählt wurde, sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Kurioserweise ist es jenes Gefängnis, das sogar nach ihm benannt wurde. Wie die Zeitung Denver Post berichtet, soll der Ex-Sheriff in der Großstadt Aurora in der Nähe von Denver einem Abhängigen die synthetische Droge Crystal Meth angeboten und als Bezahlung Sex verlangt haben. Außerdem wurde bekannt, dass Sullivan über Jahre die Sozialversicherung eines Mannes bezahlt haben soll, mit dem er zu dieser Zeit ein Verhältnis hatte. Alle Jahre wieder, so auch dieses Jahr, gab es Biker als Weihnachtsmänner verkleidet, natürlich zu einem guten Zweck. Die 14. Berlin Christmas Bike Tour 2011 fand bei einigermaßen trockenem Wetter statt. So starteten viele Biker und Bikerinnen, natürlich verkleidet als Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen, am Steglitzer Damm mit vielen Überraschungen. Am Brandenburger Tor fand die Weihnachtsfeier des ambulanten Kinderhospizes Berlin Herz mit vielen Kindern, Eltern und Geschwistern, Betreuern und Helfers statt. Gegen 19.30 Uhr endete die Christmas Bike Tour am Haus des Jugend Albert Schweitzer in Steglitz und ging fließend in eine super Abschlussparty über. Alles in allem war es ein sehr gelungener Tag für die Bedürftigen, für die Christmas-Biker, für die Gäste und für alle Berliner und Berlinerinnen. Von den Weihnachtsmännern in Rot nun zu einer haarigen Nachricht. Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Jürgen Roters lud der Verein Bartmänner Köln e.V. Ende November zu seinem traditionellen Bärenweekend in die Kölner Altstadt ein. Neben vielen Veranstaltungen gab es natürlich auch wieder die Wahl des besten, haarigsten und eventuell angesagtesten Mannes mit Bart des Jahres. 6 Kandidaten nahmen an der Wahl teil, die erstmals nicht in der Stadthalle Köln-Mülheim, sondern im altehrwürdigen Gloria-Theater stattfand. Und wie bei jeder Wahl gab es natürlich auch nur einen Gewinner. Der neue Mr. Bear Germany ist Nils! Der neue Mr. Bear Germany 2012 ist Nils Ahmad aus Kassel. Ist ja alles noch sehr frisch für mich, ich bin ja sehr jung. Ja, und ansonsten möchte ich die Bären ehrwürdig vertreten. Er wird ab sofort die Bartmänner des Landes vertreten und auch für junge Männer mit Behaarung sich einsetzen. Weil wir uns wünschen, dass wirklich mehr Jungbären in dieser Szene sich wohlfühlen. Und sich auch, sag mal so, outen und wirklich auch dazu stehen, wie sie sind. Ich wünsche meinem Nachfolger Nils alles Gute. Ich werde ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen und bin gespannt, was mein Nachfolger so alles dieses Jahr treibt. Mr. Bär 2012, der Nils. Zu guter Letzt wird es tänzerisch bei uns. Professionell tanzende Kerle in High Heels hatten wir schon unlängst. Diesmal ist es allerdings nicht die Boyband Kazaki aus der Ukraine, sondern DJ Dubs, ein Balletttänzer, Choreograf und Songwriter aus Boston.
Er beschreibt seine Musik als offen schwul, stolz und für hungrige Ohren. In dem offiziellen Musikvideo zur Single-Auskopplung I Hate My Job präsentiert sich der Künstler mit zwei seiner Ballettkollegen in knallroten High-Heels. Ja, das waren sie nun, die letzten Highlife-News für dieses Jahr. Ich wünsche Ihnen und euch frohe Feiertage und einen guten Rutsch. Verabschiede mich für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Jahr.